Alle Bartträger und Bartliebhaber und auch die, die sich aktuell einen Bart wachsen lassen, aufgepasst! Heute räume ich auf mit einigen Bartmythen. Erster Mythos: Bärte jucken. Ja Leute, viele Menschen glauben, dass Bärte unglaublich doll jucken. Stimmt das denn wirklich? Naja, in der Anfangsphase, wenn man sich einen Bart wachsen lässt, dann kann es schon mal vorkommen, dass die Stoppeln, die länger werden sollen, schon anfangen ein wenig zu jucken. Aber Leute, dagegen hilft natürlich ein passendes Bartöl. Wenn du noch auf der Suche bist nach einem richtig guten Bartöl mit ausschließlich natürlichen Inhaltsstoffen wie Macadamiaöl, Arganöl und Traubenkernöl und welches auch noch hervorragend riecht, dann schau einfach mal in die Infobox rein. Und falls du schon einen Vollbart hast und dein Bart immer noch irgendwie so ein bisschen juckt, dann liegt das wohl eher weniger am Bart, sondern vielmehr an der darunterliegenden Haut, die vermutlich einfach ein bisschen zu trocken ist. Und du kannst es dir denken, ja, auch da hilft ein passendes Bartöl. Zweiter Mythos: Der beste Bart ist ein Vollbart. Viele Männer müssen sich immer wieder aufs Neue messen. Das gilt auch für die Bartlänge. Je länger der Bart, desto länger, naja, ihr wisst schon. Aber Leute, das ist vollkommener Quatsch. Egal, ob 3-Tage-Bart, Schnurrbart, Goatee, Henry Quatsch, oder wirklich auch ein Vollbart. Am Ende des Tages ist wichtig, dass dir der Bart gefällt, den du trägst. Darauf kommt es an. Dritter Mythos: Bärte sind dreckig. In den Medien wird immer gegen irgendwen oder irgendwas gehetzt. Und eine Zeit lang war es so, dass gegen Bärte gehetzt wurde. Und es war überall in ganz vielen Zeitungen zu lesen, wie dreckig doch Bärte sind. In den Medien waren zum Beispiel Titel: Der Bart ist dreckiger als eine Toilette oder Der Bart ist dreckiger als ein Hundefell. Ja Leute, natürlich sind in einem Bart Bakterien, aber Bakterien sind zum Beispiel auch in deinen Händen dran. Und was macht man da? Ja, richtig, man wäscht ihn einfach. Es gibt sogar extra passende Bartshampoos, mit denen du deinen Bart richtig schön reinigen und säubern kannst, wie auch alles andere an deinem Körper. Ist ja logisch. Und Leute, es gibt sogar eine echte wissenschaftliche Studie, die belegt, dass auf einem rasierten Gesicht eines Mannes genauso viele Bakterien drauf sind, wie auf einem Bart oder in einem Bart eines Mannes. Studie findet ihr logischerweise auch unten in der Box. Kein Mythos ist so verbreitet wie folgender: Nach dem Rasieren wächst der Bart wesentlich besser und dichter nach. Alle Leute, die das geglaubt haben, die muss ich an dieser Stelle enttäuschen. Leute, das ist leider ein Irrglaube. Regelmäßiges Rasieren und egal, ob du zum Barbershop gehst oder dich selber rasierst, hat keinen Einfluss auf die Dichte der Haare, auf das Bartwachstum und auch nicht auf die Farbe, stimuliert auch nicht die Barthaarfollikel und hat auch keinen Einfluss auf die Hormone, die verantwortlich sind für dein Barthaarwachstum. Fünftens: Wer geglaubt hat, dass Frauen keine Bärte mögen, der liegt komplett falsch, denn genau das Gegenteil ist der Fall. Frauen finden Bärte unfassbar sexy, gerade den 3-Tage-Bart, und dazu gibt es auch etliche Studien, einige davon habe ich euch unten in der Infobox auch verlinkt. Und das sage nicht nur ich, sondern das bestätigt auch der Verhaltensökologe von der University of Queensland, Mr. Barnaby Dixon, der erklärt nämlich, dass sowohl Männer als auch Frauen Bärte mit Alter und Maskulinität verbinden und auch in Verbindung bringen mit Großzügigkeit, Aufrichtigkeit, Fleiß und Selbstbewusstsein. Na, das ist doch mal was, oder? Sechster Mythos: Mit Anfang 20 ist der Bart ausgewachsen. Leute, das ist ganz sicher nicht der Fall. Bei mir war es zum Beispiel so, könnt ihr auch in den Bildern sehen, mit Anfang 20 sah ich gefühlt noch aus wie ein Baby im Gesicht. Also da ist es gerade erst so ein bisschen angefangen mit dem Bartwuchs. Bedeutet, in der Pubertät beginnt das Ganze natürlich, aber dann steigert sich das natürlich mit der Zeit und bei manchen geht das schneller, bei den anderen nicht so schnell. Auf jeden Fall kann man sagen, dass Ende 20, Anfang 30 der Bart erst ausgewachsen ist. Siebtens: Männer mit grauen Haaren sollten keinen Bart tragen. Nur weil deine Haare langsam aber sicher grau werden, heißt das noch lange nicht, dass du dir deinen Bart abrasieren solltest. Denn laut Professor Gerti Sänger von der Österreichischen Gesellschaft für Sexualforschung senden gerade Männer mit grauen Haaren und grauen Bärten besondere Signale an die Frauen der Schöpfung. Und ich meine, wenn man sich George Clooney anschaut, Leute, da muss man einfach auch zugestehen, Bärte, auch graue Bärte bei älteren Männern sehen einfach verdammt gut aus. Achter Mythos: Bärte sind zu heiß für den Sommer. Ja, es stimmt auf jeden Fall, dass Bärte im Winter zumindest ein bisschen wärmer halten. Das heißt aber nicht, dass es im Sommer umso heißer wird. Viele Leute denken nämlich, dass der Bart wie so ein Schal wirkt, aber ihr müsst euch das eher so vorstellen, als dass der Bart ein Schutzschild ist für euch und eure Haut. Denn gerade im Sommer schützt er euch zum Beispiel vor UV
UV-Einstrahlung und vor äußere Einflüsse. Und wie wir wissen, ist ja UV-Strahlung der Number One Grund für Falten. Von daher hält der Bart euch tatsächlich sogar ein Stück weit jünger. Bärte sind rau und borstig. Kann sein, muss aber nicht. Denn hier kommt es ganz klar auf die Pflege an. Wenn du vernünftige Bartpflegeprodukte verwendest, wie ein Bartöl, eine Bartbalm oder auch eine Bartbutter, das sind alles Produkte, die deinen Bart einfach richtig schön weich machen. Und wenn du deinen Bart regelmäßig pflegst, regelmäßig bürstest und einfach auch die richtigen Pflegeprodukte verwendest, dann werden die Barthaare sogar richtig schön weich und geschmeidig. Und cooler Nebeneffekt, auch die Haut profitiert dann noch von. Also Leute, teilt das Video gerne mit euren Bartfreunden, mit euren Bartkollegen. Schaut auch gerne in die Infobox rein. Ich verlinke euch da passende Bartpflegeprodukte als auch einige Links zu den angesprochenen Studien. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit euren Bärten. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.